Ja, weil ich ein Elefantengedächtnis habe und ich nicht vergessen habe, dass diese ganzen jetzt, oh, beste Freunde, wir sind Fernsehenfreunde, 2015, 2016, 2017 und ein bisschen später noch über uns gelacht haben im Internet und mit dem Finger auf uns gezeigt haben, oh, guck mal, die Idioten aus dem Fernsehen. Und jetzt merken die, ihre Einschaltquoten gehen in den Keller und jetzt wollen die bei uns die Reichweite holen und da sage ich einfach, nein, danke. Okay. Ganz einfach, ja. Ja. Moin. Hallo, moin. Nimm Platz. Oh. Na, du bist das erste Mal am OMR-Festival, ne? Ja, letztes Jahr wollten wir hierher kommen, aber da hast du mit den Parkplätzen irgendwie ein bisschen gehabt und dann haben wir gesagt, lieber nicht. Ja, du hast so große Autos, ne? Das ist immer schwierig mit dem Parkplatz. Du hast mich ja gefragt, was ist das eigentlich so bei das OMR-Festival? Und da habe ich gesagt, es ist einfach zu erklären, es ist die Gamescom für Erwachsene. Ja, oder? Ja. Kann man so sagen? Ja, ich habe jetzt nicht so viel gesehen, ne? Ja. Aber... Kannst ja nachher noch mal ein bisschen rumgucken. Also die Frage ist, ob du dich hier vielleicht sogar etwas freier bewegen kannst als auf der Gamescom. Wobei ich habe eben schon gemerkt, die Begeisterung war groß, als ich gesagt habe, dass du jetzt hier auf die Bühne kommst. Ja, also ist deutlich entspannter als letztes Jahr auf der Gamescom, wo wir die Rolltreppen hochgegangen sind. Das war ja so der Clip, der dann auch so ein bisschen viral gegangen ist. War entspannter auf jeden Fall. Das Publikum ist noch ein bisschen jünger auf der Gamescom. Ja, das stimmt, ne? Ja. In der Tat. Das heißt. Du hast dich heute für Frotte entschieden. Warum? Also wirklich, ich werde heute so oft darauf angesprochen. Ja, das wolltest du ja natürlich auch. Meine Frage war vielmehr, wie lange hast du heute überlegt? Also ich war ja schon mal mit dir zu Hause. Ich weiß ja, du hast einen Kleiderschrank, der ist größer als bei anderen Leute Wohnzimmer, Schlafzimmer. Wie lange hast du heute Morgen überlegt, was du heute anziehst, wenn du hier... Also hast... Nö, eigentlich gar nicht. Ich bin duschen gegangen und habe zu Agatha, meiner Haushälterin, gesagt, wo ist das T-Shirt? Ich finde es nicht. Aha. Also wo ist das Frotti-Shirt? Dann hat sie das aus irgendeiner Schublade rausgekremmelt. Da habe ich sie nochmal nett gebeten, das nochmal zu bügeln, damit ich auch gut aussehe. Okay. Und dann war eigentlich nur die Frage, ob ich Jeans anziehe oder Jogginghose. Und ja, am Ende habe ich Jogginghose angezogen. Ne? Bist ja schon ein bequemer Typ. Ne? Man muss auch ein bisschen bei sich selber bleiben. Ja, Jeans hat nicht so gefittet. So Jeans, heller Stoff, weiß, schwarz, harmoniert immer gut. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, ja. Also wir halten schon mal fest, dass du dir durchaus Gedanken über deinen Style machst. Ne? Ja. So, gestern hast du noch gestreamt. Genau. Das ist ja sozusagen erstmal dein Hauptjob, dein Hauptberuf. Richtig. Und gestern war so ein Stream, glaube ich, auch für deine Verhältnisse sehr, sehr erfolgreich. Ne? Sascha Hellinger, unsympathisch, und seine Freundin, Hani Puh. Genau. Wie viele Leute haben zugeschaut gestern? Ja, genau, die Zahl weiß ich nicht. Ich kann mich, etwas über 60.000 Leute. 60.000? Ja. Okay. Also heute ist ganz entspannt hier die Runde, also im Verhältnis. Ja. Ne? Ganz entspannt hier die Runde. Wobei du die 60.000 ja selten vor dir hast. Ne? Das ist so, vor 60.000 Leuten kann man sich ja irgendwie vorstellen, ist so, als ob du in der Allianz Arena vor Publikum streamst. Das immer mein Vergleich. Ja? Gestern habe ich einen entspannten Stream in der Allianz Arena gemacht. Ja, ja, so ungefähr, so muss man sich das vorstellen. Genau, ja. Worum ging es gestern? Was war Thema gestern im Stream? Ja, erstmal natürlich Sascha, aka Unsympathisch TV, ist ja jetzt so ein paar Tage bei mir zu Besuch. Der hat sich so ein bisschen eingenistet, auf Alan Harper mäßig so. Ne, auf der und gestern ist noch spontan Sascha Hellinger, also Unsympathisch ist, kenne ich seit 2015, ist nicht nur ein Internetfreund, sondern ein richtiger Real-Life-Freund, einer meiner besten Freunde. Und der ist jetzt für ein paar Tage da gewesen und seine Freundin war auch in Hamburg und habe ich ihm angeboten, du... warum soll die im Hotel schlafen? Ich habe genug Platz hier, hol sie doch zu mir nach Hause, könnt ihr euch entspannt machen, euch sehen. Und dann haben wir uns dazu spontan entschlossen, erstmal uns bei Günther Jauch auf dem Stuhl zu setzen, auf der PlayStation 5, Wer wird Millionär? Wie weit seid ihr gekommen? Nee, muss ich von abraten, habe ich auch ganz wenig, aber wenn ich es mache, dann aus dem Herzen 1-Sterne-Bewertung bei Amazon. Aha. Und zwar, nee, hör zu, es ist wirklich bodenlos, die Fragen funktionieren nicht. Du gibst die richtige Antwort an und das Spiel sagt, es ist aber eine andere Antwort. Also das heißt, die Fragen sind verbuggt. Und das ist bei einem Spiel wie Wer wird Millionär, also das ist bodenlos. Ich schenk dir mal, wer weiß denn sowas für die PlayStation, da funktioniert das. Ja, gut. Ja, können wir schon mal machen. Aber weil ich gerade sage, wer weiß denn sowas, wer wird Millionär, Fernsehen ist ein Medium, wo man dich im Grunde eher nicht sieht. Woran liegt das? Weil viele deiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Online-Bereich sind ja dann hier und da auch mal in Fernsehshows zu sehen. Ja, weil ich ein Elefantengedächtnis habe und ich nicht vergessen habe, dass diese ganzen jetzt, oh, beste Freunde, wir sind Fernsehenfreunde,
2015, 2016, 2017 und ein bisschen später noch über uns gelacht haben im Internet und mit dem Finger auf uns gezeigt haben, oh, guck mal, die Idioten aus dem Fernsehen. Und jetzt merken die, ihre Einschaltquoten gehen in den Keller und jetzt wollen die bei uns die Reichweite holen und da sage ich einfach, nein, danke. Okay. Ganz einfach, ja. Ja. Sowas, also natürlich weiß ich auch, man muss natürlich auch gewisse Abschnitte machen. So Stern-TV beispielsweise war ich jetzt ja schon 2-3 Mal. So, das war so ein bisschen, meine Oma mag Stern-TV, ich mag auch Stern-TV als Sendung, weil es eine neutrale, vernünftige Berichterstattung ist. Wenn ich nicht wüsste, ich würde mich bei, wer weiß denn sowas, absolut zum Idioten machen, würde ich auch... Das kann man gar nicht, man kann sich bei uns gar nicht zum Idioten machen. Du wolltest gerade, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weil du wolltest gerade was sehr Nettes sagen. Ich würde auch zu dir in eine Sendung kommen, aus Sympathie, weil du mein Freund bist, aber ansonsten diese üblichen Standardanfragen von... Und weil Oma mich mag. Ja. Wollte ich jetzt hier nicht so sagen, aber man könnte auf jeden Fall, also ich bin nicht prinzipiell gegen TV-Auftritte, aber ich sortiere da schon hart aus. Ja. Ne? Und ich bin da ja auch nicht, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben an, aber ich bin auch einfach nicht drauf angewiesen. Mir bringt, möchte ich wirklich, nicht böse gemeint, falls da jemand sich jetzt angesprochen fühlt, möchte ich wirklich das Publikum von RTL 2 haben oder von, keine Ahnung, vom Nachmittagsprogramm bei RTL, Familien im Brennpunkt? Nee, möchte ich nicht. Nee, gut, das ist ja gut. Jetzt sag mal, du bist ja, ich habe ja gerade auch einleitend gesagt, du bist ja schon jemand, der polarisiert. Gerade Menschen, die dich nicht kennen, lassen sich ja oft so ein bisschen dann auch vielleicht von Dingen leiten, die sie irgendwann mal aufgeschnappt haben oder vielleicht auch vom Äußeren und sagen, boah, der bist ja natürlich auch hier und da ein bisschen extremer als andere. Woran liegt das, glaubst du, dass du immer wieder so hergenommen wirst, wenn es auch, du bist ja der Erste, wenn irgendwas nicht so ganz, also wo man nur den Ansatz hat, das hat er jetzt vielleicht nicht so richtig so gemeint, dann bist du ja sofort dran. Ja, ich denke mal, es ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Schlechte Presse oder Negativpresse verkauft sich immer besser als positive Berichterstattung. Und da ich in dem Gebiet, wo ich tätig bin, mit der Erfolgreichste bin, werde dann auch mal lieber negativ über mich berichtet oder so. Ich habe auch viel, also nicht viel, aber ich habe einige Aktionen in der Vergangenheit gemacht, die man definitiv hätte nicht machen sollen. So, ich war ein bisschen jünger noch und vielleicht ein bisschen grüner hinter den Ohren, aber mittlerweile habe ich da einen ganz guten Weg für mich gefunden. Mhm. Und gehört dazu, sowohl zum Internet als auch zum allgemeinen öffentlichen Leben, egal aus welchem Bereich du kommst, dass die Leute oder die Medien lieber über dich negativ berichten als positiv. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Und dann bin ich halt auch noch jemand, der auch mal gerne da ein bisschen vielleicht sich verleiten lässt, dann auch noch mal ein bisschen einzusteigen und ein bisschen... Ne? Ja, und hier und da mal ein bisschen provozieren kann man ja auch mal machen. Ja. Man muss ja auch im Gespräch bleiben. Ja, was soll ich dir jetzt sagen? ist ja in Ordnung. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Ja? Ne? So. Wie viele Stunden momentan, das variiert ja immer mal ein bisschen, wie viele Stunden pro Woche bist du aktuell ungefähr live? Ja, aktuell wieder deutlich mehr als vor einigen Monaten noch. Ich würde mal sagen, so im Durchschnitt. Ich habe vor ein paar Tagen geguckt, ich war jetzt, glaube ich, in den letzten 30 Tagen ungefähr 140, 150 Stunden live. Mhm. Wow. Ja. Schon ein bisschen was. Ja, das hängt halt immer darauf an, wie der Spielemarkt ist, wie man gerade auch Lust hat, wie man selber mit... Ich mache das jetzt seit 10 Jahren so und man... Ich sage es immer so, ich habe das Twitch-Spiel, also den Livestream-Ding schon durchgespielt mit Bonus-Level. Und manchmal braucht man auch noch mal ein paar neue Herausforderungen oder ein neues Spiel oder ähnliches. Und man muss es, glaube ich, ja auch gerade Steuer zahlen. Also da muss man ja manchmal auch noch mal die Streaming-Zeit ein bisschen anpassen. Ne? Deswegen bin ich hier heute. Nein. Natürlich, ist ja klar, ne? Wenn du anstatt 10 Auftritte im Jahr 100 machst, dann spiegelt es sich natürlich auch im Positiven auf deinem Konto wieder. Ne? Ist ja klar. Aber für mich war es noch nie abhängig davon, wie viel Geld ich verdiene, wie viel live ich komme. So, mein Hauptkanal Montana Black habe ich seit 2 Jahren kein Video hochgeladen, obwohl es der meist abonnierte Kanal von mir ist. Aber ich fühle das momentan nicht. Den Content, den ich produziere, lade ich lieber auf anderen Kanälen hoch, die natürlich auch erfolgreich sind. Aber es geht nicht immer in erster Linie um Geld verdienen, sondern am Spaß an der Sache. Und wenn du Spaß an der Sache hast, dann kommt im besten Fall der finanzielle Erfolg von alleine. Ja. Bitteschön. Ja. Reden wir mal ganz kurz so ein bisschen über die wirtschaftlichen Komponenten. Also du streamst auf Twitch, klar, da bekommst du Geld. Du hast Werbeeinnahmen über Facebook, du hast Kooperationen auf Instagram. Was gibt's sonst noch?
Ja, das ist... Was, deine eigene Marke? Hm? Deine eigene Marke? Genau, richtig, ja. Ich habe es schon, glaube ich, 2015 gesagt und sage es jetzt auch immer noch. Dieses ganze Internet-Ding ist wie ein großer Baum, von dem viele sprießende Äste abgehen. Und mal verwelkt der eine Ast, dann kommt ein neuer Ast. Also es ist verrückt. Und je länger man das macht, wenn man jetzt überlegt, 2015, 2016, wie wenige große Marken oder allgemein Marken ins Online-Marketing investiert haben. Heutzutage ist es ja gefühlt so, dass die ganzen großen Firmen fast gar keine Werbung mehr für, gar kein Geld mehr für TV-Werbung ausgeben, sondern ihr ganzes Budget in Social Media reinstecken. Und das ist natürlich dann im Umkehrschluss natürlich auch in meine Tasche gut, in deine Tasche gut. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten im Internet, vernünftiges Geld zu verdienen, auch über Kooperation. Ja. Ne? Wichtig ist bloß, finde ich, dass man halt nicht jeden Quatsch annimmt, weil man ja eine gewisse Authentizität auch hat. Wenn ich jetzt jede Woche oder sagen wir mal dreimal im Monat für drei verschiedene Teefirmen als Beispiel jetzt Werbung mache, dann glaubt mir halt keiner mehr, wenn ich sage, oh, das ist der beste Tee aller Zeiten, der schmeckt mir gut. Man muss auch ein bisschen ne, sein Gesicht wahren und nicht jede Scheiße annehmen. Ja. Welche Firmen kommen zu dir? Also welche Art Firmen? Hast du ein Gefühl dafür? Welche Firmen kommen zu dir? Was suchen die? Was wollen die von dir? Und welche Kooperationen gehst du ein und aus welchen Gründen? Also jetzt, wenn man das Finanzielle mal ausklammert. Ja, um ganz ehrlich zu sein, leider ist es immer noch so, dass durch, sagen wir mal, meine impulsive Art und dem, was ich auch vor einigen Jahren noch war, wie ich mich gegeben habe, ist es für einige Kunden immer noch abschreckend. Mhm. Aber ich muss sagen, die letzten Jahre hat sich das schon deutlich gebessert. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn der Traumpartner regelmäßig bei mir anklopft und sagt, hättest du Bock, mit uns zusammenzuarbeiten? Wir haben coole Kooperationen schon gehabt und es wird auch immer besser. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, und das ist auch etwas, wo ich selber Schuld dran habe, einige Firmen haben in der Vergangenheit vor 2-3 Jahren oder so vielleicht mal angefragt oder wir haben angefragt und dann haben sie am Ende gesagt, ah, mit dem Monte, schwierig aktuell so. Und das ist auch okay, verstehe ich, ne? Weil ja, man muss ja auch selbst reflektieren, aber wird immer besser. Ja. Zott-Sahne-Joghurt wäre doch super. Monte von Zott. Das wär doch ein 100% fit zum Beispiel. Ja, aber... Oder Monte Cherie. Ja, ja, aber... Also, Monte Joghurt, also den Pudding mag ich persönlich sehr gerne, aber es ist ja so, ich gebe dir mal ein simples Beispiel, ist jetzt auch nicht böse gemeint, falls da irgendjemand aus der Abteilung dazu hört. Eistee, Lipton-Eistee, trinke ich extremst gerne, trinke ich immer in meinem Stream. Mhm. Warum sollten die mir in irgendeiner Art und Weise mit mir kooperieren wollen? Ich mache es ja sowieso die ganze Zeit für umsonst. Und so ist es mit Monte auch. Ich bin... Ja. Weißt du, wie oft ich in Stories markiert werde, oh, ich gönne mir jetzt einen Monte. Ja. Und dann sehe ich den Pudding da. Ja. Verstehe. Ja. Aber da könnte man ja vielleicht noch ein bisschen was draus machen. Aber vielleicht könntest du ja vielleicht den einen oder anderen Partner announcen, wo du sagst, hey, da hätte ich richtig Bock drauf. Jetzt mal von den Namensähnlichkeiten mal abgesehen. Gibt es einen Partner, wo du wirklich sagst, also wenn die jetzt kommen würden, das wäre für mich so ein, da würde ein Traum in Erfüllung gehen? Ja... Also ich glaube definitiv eine Marke, mit der ich sehr gerne zusammenarbeiten würde, ist Ralph Lauren. Ich trage super gerne Ralph Lauren Klamotten und am Ende des Tages, ja. Ach so, ja, ja, ah, ist ja. Von Ralph Lauren die Jogger. Ich kann dir auch meine Unterhose zeigen, wenn du möchtest, die ist auch von Ralph Lauren. Die hatten doch, es gab da von Ralph Lauren diese Fortnite Collection, ne? Hast du das gesehen? Von Ralph Lauren ja, Fortnite? Ja, absolut. Es gab eine Fortnite. Kennt ihr, oder? Es gab eine Koop Ralph Lauren Fortnite. Dann will ich nicht mehr mit Ralph Lauren. Dann hat sich das erledigt an der Stelle. Dann war es das komplett. Nee. Ja, das war das. Nein, Fortnite. Das war Balenciaga. Nein. Oder es gab das, oder? Ralph Lauren x Fortnite. Leute, lasst mich jetzt hier nicht so hängen. Ich zeig's dir nachher. Also Balenciaga hat mit Fortnite eine Koop gehabt. Ralph Lauren auch. Zeig ich dir nachher. Also Ralph Lauren wäre halt... Es gibt, du weißt ja selber, es gibt viele, viele Partner, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte. Aber am Ende darf es auch nicht zu viel sein. Ne? Aber jetzt Ralph Lauren als Beispiel wäre schon cool. Mercedes, das wär zwar nichts mehr. Mhm. Weil kannst du dich noch daran erinnern, was da passiert ist damals? Ja, ich weiß was. Da gab es mal ein bisschen Ärger. Also erstmal habe ich das VIP-Leasing verloren, weil mich ein alter Opa angezeigt hat. Mhm. Ne? Ja. Aber der hat mir den Mittelfinger gezeigt und ich habe ihn nur zurückgezeigt.
möchte ich dazu sagen. Marcel, ganz wichtig, im eigenen Interesse. Das sind Geschichten, die haben die meisten Leute schon wieder vergessen. Ich will die jetzt nicht nochmal neu aufrollen. Nee. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das mit Mercedes niemals wieder was wert, weil dann irgendein Zuschauer von mir, also es hat gesagt, er ist Zuschauer, der hat sich auf die Instagram-Seite Mercedes Deutschland mit 12 Millionen Abonnenten reingehackt. Da war der Instagram-Account von Mercedes gehackt und hat mein Bild als Profilbild reingemacht. Und dann war es komplett. Also da war einfach die ganze Zeit auf der offiziellen Mercedes-Seite so ein hässliches Bild von mir drin. Also wirklich, es war wirklich, also naja. Ich denke immer schon, kenne ich alle Geschichten von dir, aber es gibt immer noch neue. Ja? Das war ganz lustig, da haben wir ganz gut gelacht eigentlich, ja? Aber gut. Aber du hattest natürlich nichts mit zu tun, jeden rechtlichen Anspruch von dir zu weisen, das hat er nicht in deinem Auftrage gemacht. Nein. Aber du weißt ja selber, wie es ist. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue Tür. Man hat ja das gesunde Potenzial auch, dass man, auch wenn keine regelmäßigen coolen Kooperationen reinkommen, hat man ja immer noch verschiedene Standpunkte. YouTube beispielsweise, Twitch, Instagram beispielsweise. TikTok. Ne? TikTok? Du bist ja auch auf TikTok, oder nicht? Schwierig. Also ja, ich habe einen relativ großen TikTok-Kanal. Sag ich doch. Aber eigentlich, also die ersten 2 Millionen Follower bei TikTok habe ich nur gemacht, indem ich Content hochgeladen habe, den ich schon auf Instagram hochgeladen habe, irgendwelche Highlight-Sachen. Machen andere ja auch, das ist ja okay. Aber ich sehe es ehrlicherweise nicht ein, bei TikTok Sachen hochzuladen, weil die Bezahlung bei TikTok ist, also für 2-3 Millionen Klicks 50 Cent, also okay. Weiß nicht. Nee, okay, dann reden wir jetzt auch nicht weiter über TikTok, wenn die nicht gescheit zahlen. Ja? Ja? Wir können ja mal zusammen bei TikTok ein Match machen, die Scheiße. Das können wir machen. Gibt es in diesem Jahr noch? Was ich ja vermisse, ist, viele deiner Streamer-Kollegen machen ja auch eigene große Events, wo sie dann auch als Kopf vorne dran stehen. Das gab es von dir bisher noch nicht. Doch. Gab es schon? Guter Freund bist du, das hast du. Was? Sag was? Ja, echt korrekt, dass du das nicht mitbekommen hast. War dick angekündigt über Monate. Sag. Wir haben ein Event gemacht: Getaway. Gefängnisausbruch. Stimmt, natürlich. Ja, wie konnte ich das vergessen? Ja. Doch, natürlich weiß ich. Der hat sich die eine YouTuberin doch beide Arme gebrochen. Oder? Das war doch die Geschichte, oder? Die ist unglücklich hingefallen, ja. Ich weiß auch nicht, wie sie sich beide Arme brechen konnte. Aber gut, ja, was soll ich dir sagen? Unglücklich ja. Ausgebrochen. Ja? Ja. War da nicht Knossi auch dabei? Knossi war dabei, Sascha. Das war ein Event von uns. Entschuldigung. Das war mein Fehler. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, die Events... Also ich finde es cool, aber mir ist das ein bisschen zu viel, was da an Events gerade stattfindet. Und das sei jedem auch gegönnt, aber gefühlt jeden Monat sind 2 Riesen-Events. Damals war es noch ein bisschen was Besonderes auf Twitch, wenn mal Events stattgefunden haben. Und dementsprechend, also ich plane auch im Hintergrund immer Sachen. Und du weißt ja selber, wie das ist, bevor man überhaupt solche Dinge announced, muss man erstmal 20 Telefonate machen und oftmals scheitert es dann irgendwo auf dem Wege. Aber ich bin jetzt nicht so scharf darauf, 5-mal im Jahr ein Event zu machen, auf Krampf. Okay. Wenn sich's ergibt und man ein cooles Konzept hat, das ausarbeitet, okay. Aber ja, ich fühle mich auch so auf den Plattformen. Und das ganz große Problem ist ja auch einfach, dass irgendjemand von Twitch hört vielleicht auch mal gerade zu. Die sind ja auch hier. Danke auch für die Nicht-Einladung. Kannst du ja noch. Die haben Deutschlands größter Streamer, Twitch, nicht eingeladen, alles gut, kein Problem. Ja, vielleicht ich sie insofern in Schutz nehmen. Ich glaube, die wussten das vielleicht gar nicht. Ja, und haben auch gedacht, vielleicht bist du exklusiv hier für die Ich bin nichts anderes gewohnt mehr von Twitch. Aber du kannst da noch vorbeigehen. Die sind direkt neben Meta, Instagram, TikTok. Audi ist da drüben auch noch. Die sind alle da drüben in der Halle. Ich lade mich nicht selber ein. Okay, gut. Das Problem ist mit den Events. Dass ich auf der Plattform Twitch streame und natürlich im Idealfall auch meine Events auf Twitch streamen möchte für mein Publikum. Aber wie du vielleicht mitbekommen hast, 99,9% der Events finden nicht mehr auf Twitch statt, sondern auf externen Seiten, ne? Weil halt Twitch nicht bereit ist, auch sich an den Kosten zu beteiligen. Weil geile Events kosten halt auch mal ganz schnell 500.000. Und die musst du entweder über Partner reinbekommen oder halt über die Plattform, wo du streamst. Elias Nährlich war heute Morgen hier, der hat ja auch erzählt, der kooperiert ja mit Join hier und da für Events. Ne? Eli Geller Winter Games in St. Moritz, Gesamtproduktionskosten ungefähr 1 Million Euro. Ja. Also so, da hat man mal eine Idee, dass das wirklich was kostet. Also, dass das ja, ist sehr schade, dass Twitch sich damit nicht mit einbindet, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil am Ende des Tages werde ich nicht vergessen, dass ich auch da jetzt bin, wo ich bin, auch dank einer Plattform wie Twitch. Klar, ich habe meine Reichweite auf Twitch aufgebaut und
habe selber den Erfolg mir erarbeitet, aber nichtsdestotrotz hat Twitch mir ihre Plattform kostenlos zur Verfügung gestellt, beziehungsweise dann bin ich Partner geworden, muss ja auch Prozente abgeben, aber nichtsdestotrotz habe ich Twitch sehr viel zu verdanken und bin da auch sehr dankbar. Aber umso schmerzhafter ist das für mich, dass Twitch aktuell nicht so das Interesse zeigt, sich an solchen Dingen mit einzubinden. Finde ich sehr schade, weil am allermeisten würde ich diese Events immer noch auf Twitch führen. Ne? Ja. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was da demnächst kommt. Hast du Produkte, die du vielleicht noch geplant hast? Also viele deiner Kollegen haben ja von eigene Getränke, was auch immer. Also es gibt ja... Ich kann jetzt nicht aus dem Nähkästchen so plaudern, weil... Ne? Aber es kommt noch was. Also wenn alles gut läuft, ist dieses Jahr noch was Großes geplant. Oder wir arbeiten schon seit 2 Jahren an einer großen Sache. Und kann man sagen, welche Richtung es geht? Also ein, ich sag mal... Richtung Produkt. Also Lebensmittel, Lebensmittelbereich, Getränkebereich oder also so, nur das war so ein bisschen, also man muss ja ein bisschen was anteasern, so ein bisschen. Nee, kann man nicht sagen. Kann ich nicht, geht nicht. Nein. Also guck mal, das Ding ist, was auch vielleicht mich von anderen Leuten auch unterscheidet, ich habe seit 6 Jahren meine gleichen Geschäftspartner an der Seite. So, Dennis und Arne, das sind meine beiden Geschäftspartner und mit denen mache ich alles zusammen. Ich habe kein Riesenteam hinter mir mit 10 Leuten und dementsprechend dauern manche Dinge auch länger als bei anderen Leuten. Und am Anfang früher habe ich auch gedacht, so vor 3, 4 Jahren habe ich gedacht, oh, ich muss alles schnell dieses Jahr raushauen, meine Zeit ist bald vorbei. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass man schon noch genug Zeit hat und nicht auf Krampf alles machen muss. Und diese Projekte, die wir gerade planen, sind auch von uns 100% selber geplant. Das heißt, wir haben keinen Investor, der die Kosten übernimmt. Weil, sagen wir mal, angenommen, man bringt ein eigenes Produkt raus und muss in millionenfach produzieren, kostet das auch Millionen. Mhm. Aber das alles, was wir gerade machen, planen wir selber, finanzieren wir selber, um am Ende natürlich aber auch den maximalen Profit rauszuholen und nicht irgendjemanden investormäßig 20% abzugeben, nur da er am Anfang Geld gibt. Dementsprechend dauert das alles ein bisschen länger, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Jahr noch etwas sehr Großes ankündigen werden. Und eins kann ich vorweg sagen, ist es nicht der 10. Eistee, der auf den Markt kommt. Ne? Ah, ich hätte so einen schönen Namen gehabt. Monty, ja? Nein. Doch, Monty. Überleg mal, Monty, der war gut. Monty wäre schön oder Frotte. Ach, Frotte, ja. Ist ja nicht ein Verbot, oder was? Ja. Ich bin sehr gespannt, wir werden es verfolgen. Jetzt, wo ich weiß, dass Freunde auch bei dir übernachten können, ich hatte das Angebot bisher noch nicht, werde ich ja vielleicht die ein oder andere Hotelübernachtung in Hamburg dann mal auslassen. Gerne. Ja, und ich weiß ja auch, dass Agatha gut kocht. Also von daher, auch da ist ja für alles gesorgt. Ja. Ja. Und denk dran, im nächsten Jahr musst du dir 1-2 Wochen frei halten, weil wir wollen ja quer durch die USA reisen nächstes Jahr. Mit einem großen Bogen um Las Vegas. Also auf deinen eigenen Wunsch. Davon habe ich noch nichts gehört, dass wir da... Das war doch eher so die Planung. Wir fahren einen Tag durch die USA und die anderen 13 Tage in Las Vegas oder so. Ja, genau. Ja, das wäre deine Wunschvorstellung. Dann fährst du nach Hause und ich setze mich in Unterhose an den Strand und bleib dafür immer. Oder so. Ne? Oder so. Was liegt heute noch an? Also bleibst du jetzt noch einen Moment in Hamburg oder geht es direkt zurück nach Buxtehude? Ich habe gar nichts geplant. Also ich bin hierher gefahren und wir haben diesen Auftritt hier gehabt. Aber ich denke, ich werde noch einen Augenblick bleiben. Es gibt hinten absolut Weltklasse Sushi, muss ich sagen. Da werde ich auf jeden Fall noch mal 1-2 Portionen nehmen, damit sich auch das hier alles so gelohnt hat heute. Gratis Essen immer gut. Aber ich werde auch, glaube ich, noch mal einen Stepper hier drüber machen. Ja, guck dir das mal an. Es ist spannend. Ne? Also ja, Bock, ja. Es lohnt sich, oder? Ich glaube, da sage ich nicht zu viel. Also man kann hier eine Menge erleben, eine Menge sehen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Stages. Und ich glaube, für euch alle und auch für mich, da schließe ich mich ein, war es super spannend, heute hier mit dir zu quatschen. Ja, ich freue mich auf nächstes Treffen und alles, was kommt. Alles klar. Leute, Marcel. Marcel Saka. Dankeschön. Montana danke. Black. Mach's gut, mein Bester. Ciao, ciao. Mach's gut. Mach's gut. Bis bald. Grüß Kylo. Mach ich. Ciao, ciao. Ciao. Ja.